Hallo, YouTubers, und herzlich willkommen zu Folge 24, auch wenn heute noch nicht Weihnachten ist, von Dead Island Let's Play Together. Die Christmas Edition, mit dabei wieder der Weihnachtswichtel vom Dienst der Biohazard. Leck au. Ach, da kommt noch weihnachtliche Stimmung auf. Heute ist Montag, der 19. Wir durchsuchen diese Egoistenfarm hier. They got everything and all they do is whine. Wieso redet mein Charakter ohne Aufforderung? Fürchterlich. Oh, was gibt's denn hier oben noch? Ist da noch was? Oder stehen da wieder Möbel vor der Tür? Oh, guck mal, Josh will was. Michel, Überlebender, warte mal. Überall, wie hoch ist denn dieses Gebäude? Aber hoch. Das muss man doch schon aus vom Himmel aussehen hier. Warte mal. Oh, was gibt's hier? Ein Computer? Eine Batterie? Und ich bin sofort auf dem Weg. Ich bin gleich, bin quasi schon da. Und Energy Drink, die brauche ich gar nicht mehr. Was bist du für einer? Ein Namenloser? Oh, nicht schlecht. Was gibt's hier? Zerbrechlich Hammer. Braucht kein Mensch. Warum kommentiere ich das alles? Wollte das jemand so wissen? Wahrscheinlich. So, was gibt's hier? Dachterrasse? Ah, hier bist du. Wo? Hier. I heard you talking to the mayor. I know where you can find what you need. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trick, but you don't look the type that's easily discouraged. Interested? But of course. You know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. That old drunk will let anyone through if you offer him a little favor. It's the only way. Den Gefallen tust du aber dann, ne? Nur mal damit wir uns richtig verstehen. So, Quest. Also, das war Hauptquest. Okay, verstehe. Ich wollte gerade sagen. Ja, wie gesagt, du. Ich mal Alkohol und bring ihn der Woche. I'm stuck here for the time being guarding this goddamn gate. So I can't even leave to have a bloody piss. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze, I'd appreciate it. Anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for doomsday, the least that pompous jerk can do is make sure I'm properly lubricated. You wanna do it? Das verstehe. Wir befüttern die Wache, thanks, die uns vor Zombies schützt, mit Alkohol. That should wet my whistle for a bit. Okay. On your way then. Okay. Das ist ja sehr vertraulich. Hier ist noch eine Bench, aber ich glaube, wir haben sie weit. Ach ne. Das kann noch und. Nein, ich kann nicht modifizieren. Ja, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Hatte ich hier nicht auch eine Superpistole? Nein. 63 taugt alles nichts. Wieso habe ich so viel Krempel schon wieder dabei? Könnte ich mal erst anfangen zu verkaufen. Modifikation nicht mal mehr. Molotow, meine Güte. Bin da, bin schon da. Im roten Kreis. Ah, das nächste Together muss irgendwas Einfacheres sein. 2D oder 2,5D oder so. Super. Ja, wollen wir da nicht vielleicht noch, müssen wir ja nicht zwingend gleich im Anschluss machen, aber ich würde schon gerne noch mit dir Riptide durchsachen. Oh Gott, das, heben wir uns das für den Sommer? Oh, warte mal. Irgendwas gibt mir hier permanenten Damage. Also diesmal war ich nicht. Das Wasser. Das beruhigt mich. Wieso verschwende ich hier eigentlich meine paar Munition, die ich noch übrig habe? Bin bekloppt. Merke, Wasser ist gefährlich, nicht im Wasser. Lass mal die Frau mit dem Hammer ran. Was war das? Die Matratze ist aber ganz schön widerstandsfähig. Ja, prügel ihn zum Fass, warte. Rochenschwanz. Wie auch immer das gut sein soll. Modifikation? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder irgendeine Pistole mit Repetier. Oh, weg! Bin schon weg. Gut, so geht's auch. Spare ich Munition. Der rote Nebel. Ein schweres Rohr. Dead Island Impression. Hier stehe ich nun, ich armer Tor. Und schieße Kugeln wie nie zuvor. Schleiche unter Rohre durch. Und freue mich, wenn es mich nicht trifft. Ich
Der Bayo, der stirbt bald als erster. Ich schaue zu. Ich mach meinen Scherz da. Und am Ende freuen sich alle drum. Zu Weihnachten stirbt Bio rum. Was? Stay the hell down. Oh, Huma. Oh. Bum, bum. Yes. Das war wohl etwas zu früh geschossen. Hm, danke. Wo haben die nur immer diese Einwegspritzen her, frage ich mich. Ja. Wo ist aus den Kanälen? Hm. Was man in Abguss so alles finden kann. Schwacher Schraubenschlüssel. Nee, danke. Aber ein Besenstiel. Ein Lappen. Wo hat diese verbrannte, verkohlte Überreste eines Skeletts? Bitte schön den Lappen her. Hier ist ein Bein. Ein paar Graffiti. Leichen pflasterten seinen Weg. Ausflug zum Supermarkt. Ich bin schon da. Shoppen! Ja, Schuhe kaufen, Schuhe kaufen. Da, 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 da. Okay. Ach, siehst du, ich wollte meinen Rucksack mal endlich holen. Mein Rucksack hat seit einem halben Jahr mittlerweile nicht ganz unerhebliches Loch. Wäre echt ganz praktisch, wenn ich doch mal neu hole. Ja, was haben wir denn hier? Oh, ein Hammer. Ah, ja, taugt nicht. Da muss ich fahren, was mit. Macht mehr Spaß. Also du gehst ruhig voraus, ich habe ja mein Spielzeug da. Alter, was ist denn hier mal so eine Propaganda? Da sind da hier drin. Ja, wo kommt die bloß her? Das ging, oh oh, zurück. Nächster. Guck mal, was hast du diesen riesengroßen, fetten, hässlichen Blubber-Typen ja, nicht gesehen? Hast du nicht mitgekriegt, dass ich über Rage bin? Nö, eigentlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, zurück. Oh. Das kann ich ja nicht ahnen, wann du das aktivierst, weil ich habe erst einmal Rage gehabt in diesem Spiel. Und ich habe gesagt, nix da. Ja, denn nix da kann ich nicht taktisch einordnen. Oh, warte. Ist schon wieder die Waffe nicht drin? Wenn ich in so eine Zombie-Horde schon reinrenne, dann hat das einen Grund. Oh, eine Werkbank. Strategisch unklug. Was haben wir hier? Bolzen, Nägel, sieh mal an. Ich könnte langsam mal Hilfe gebrauchen. Stacheldraht, Bauplan, Nägel, Draht, Draht. Ich vermute mal, man kann was mit Draht bauen. Ah, wo kommt der denn her? Das ist ja gar nicht der Biohazard. Bolzen, Propangasflaschen, Energy Drinks. Brauche ich dann noch? Seife, auch nicht schön. Dietrich Stufe 2, was haben wir hier? Sichel, naja, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas. So, was hier noch? Haben wir jetzt langsam alles eingesammelt? Nein, Werkbank. So, jetzt aber. Reparieren. Die Sichel, warum auch immer. Alles andere. Modifizieren. Stacheldraht, sag mal, ja. Ach, Baseballschläger, wer braucht denn sowas? Schwerer Schockmod. Hm. Elektrischer Knüppel. Wir probieren es mal aus. Was haben wir denn? Ach, das Ding lohnt sich nicht. Nee, dafür nicht. Dann hebe ich es mir auf. Ich muss ja meine Bauteile nicht mit Gewalt vernichten. Die mich verarschen? Was machst du? Den Schädel einsammeln. Schädel? Schädel? Naja, für Keulen und so, nehme ich an. Also, macht doch Sinn, oder? Fuck. Schädel? Wo gibt's hier Schädel? Ich will auch einen Schädel. Ja, hast du wieder keinen Schädel übrig gelassen? Das ist doch typisch. Und wie überhaupt, wie oft hast du schon Raserei eingesetzt? Ich warte jetzt noch auf mein zweites Mal. Ja, das ist so. Man stellt sich das vor, einmal sechs und dann 30 Wochen warten oder so. Oh, hi Kumpels. Nimm mal das Rohr weg, mach mal die Tür auf. Rohr geht nicht weg zu werden. Was? Großer Nagel. Dann schieße ich halt durch die Tür. Geht auch nicht, okay. Warum auch? Und wieso hat der jedes Mal das verfluchten? Was gibt's hier? Energy Drink? Okay. Das klang nach Explosion. Und ich war's nicht. Auch wenn mein Charakter da brüllt. Doch, hier lebt ja noch einer. Bitte nicht auf die Propangasflasche schlagen, danke. Ja, ach nee. Oh, was haben wir hier? Hübsch. Nehmen wir mit. Kann ich gar nicht einkloppen, schade. So, was gab's denn in dem Raum hier eigentlich Schönes? Gibt doch immer irgendwo was. Ah, ein Safe. Mit 1900, nehme ich. Oh. Ausweis. Guter Fuck, was? Computer kein Signal, aber ich höre Stimmen.
Oh, Musik. Oh, ich bleib hier sitzen. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich, kaum will ich mich hinsetzen, braucht der Hilfe. Das ist doch, da glaubt noch einer an Sufa. Wo bist denn du schon wieder? Dass du aber auch immer irgendwo was anstellen musst. Immer wieder. Oh, ich mag den Supermarkt jetzt schon. Können wir die Musik bitte überall haben? Warum schießen wir eigentlich aufeinander? Ich frage mal so. Oh, hier ist noch einer. Die Schockmotze, das ist richtig geil. Mit was schießen die denn hier? Gut, ich sollte vielleicht auch nicht direkt vor ihm stehen, wenn er auf mich schießt. Das wäre auch unpraktisch so. Ha? Ha? Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, ich hatte meine Propangasflasche verloren. Halt erstmal die richtige Waffe jetzt. Jetzt wird mit der Machete wieder ein bisschen verzündete Songs. Na, wo ist denn der Kollege hier drüben? Wo war er denn gerade eben noch? Inzwischen tot. Okay, das ist anheimelnd. Noch eine Pistole? Alter, die kritischen Treffer mit der Pistole, die sind ganz schön geil. Die Leiche ist immer noch elektrifiziert. Wie ist doch noch? Ah, da hinten. Na, gucken wir mal, wer jetzt hier die Zeitlinie. Zack, drüber und. Und da hinten müssen Zombies sein. Der Räuschkohl ist da. Ich guck mir den Supermarkt in Ruhe an. So schöne Werbeplakate. Take a plunge. Courses and certifications. Diving shop and rental. All skill levels. ABC and scuba organized groups. Beginners welcome. Aha. Pineapple. 91 Cent. Und der Xenpreu. Was sonst? Ah, oh, gibt's ja einen Haufen Xenpreu. Meine Güte, aber wenn das so lange in den Regalen liegt, muss ich sagen, verkauft sich das offenbar nicht so gut. Das muss die Gartenabteilung sein. Die ist ein bisschen übersichtlich, aber okay. Wir sind ja auch im Inselparadies. Oh, Eis, komm her. Kommst du? Markenchampagner? Warte mal, ich hol mir erstmal noch was für unterwegs. Gibt so viele leckere Zutaten, so, weißt du? Ich hab zum Beispiel Markenchampagner. Man weiß nie, wann man sowas braucht. Ich hab inzwischen alle umgebracht. Die Zähne hat gar nichts getan. Ja, Entschuldigung, aber irgendjemand muss ja hier auch mal plündern. Feuerzeug. Warum sind denn in den Verkaufsrucksäcken eigentlich immer irgendwelche Gegenstände? Ich habe getötet und ich habe gelootet. Du siehst das immer so einseitig. Weißt, irgendjemand muss ja auch was für... Hm? Und so. Außerdem stehst du vor der Tür, das sehe ich doch. Außerdem, irgendjemand muss ja das schwarze Brett mal lesen. Offensichtlich ist hier niemand. Oh, Zombies. Au. Das ist natürlich blöd, wenn man nach links schießt, während man von rechts angeschlagen wird. Oh, hübsch. Ich lebe, Jesus gab mir eine zweite Chance. Yes. Lebt da noch mehr? Was haben wir denn Mülleimer? Deodorant. Ja, also dieses ständige Schwitzen bei der Zombie-Apokalypse. Weißt du, wie viel Schleim... Guck mal, Saft. Weißt du noch, wie lange wir gebraucht haben, um den zu holen? Man muss ja auch mal berücksichtigen. Weg war der Kopf. Was gibt's hier? Geld, Geld, Metallschrott. Ein Hutständer. Ich glaube, den wechsle ich jetzt eher nicht. Kleine... Was? Schrotflinte? Ach, Munition. Mhm. Ich glaub's nicht. Was? Wie kommt dieser Fettsack bitte hier in den Supermarkt? Ja. Ich weiß nur eins, ich rüste mich mal kurz mit Molotow aus. Bleib mal einfach ein bisschen weg von dem Vieh. Ja, oh, hast du einen Schwein. Weg! Ja, ist ja mein Rie. Muss ich mich selbst anzünden, deinetwegen? Ich sag noch weg! So. Alles gut, alles gut. Du hast mich auch oft genug angezündet, also geschieht dir das ganz recht. Das freut den wohl auch noch, was? Wieso blinken eigentlich die Computer, wenn ich Batterien rausnehme? Ja, klar. So. Habe ich nicht irgendwas geworfen? Nee, ist nicht gut. Sehr beruhigend. Ja, so eine Propangasflasche. Ja, wo kommt die bloß her?
Man kann gar nicht die Ästhetik dieses Supermarkts genießen bei dir. Also, sollte ich doch irgendwann mal ein Fallout-Spiel spielen, muss ich da ganz langsam durchlaufen. Don't shoot. Zitronensaft, Zitronensaft. Was macht der Zitronensaft mit dem Tiefkühlfach? Dell, warte, mal haben wir. More of them? Ja, der, da drüben. More of them. Ganz viele Zombies, müssen wir aufpassen. Bist du mich verarschen? Ja! That's it! Feuer! Ja, hat mich vorn geworfen, aber nicht wirklich Damage gemacht. Ja, was denn, die sind tot? Du wolltest doch, dass ich mehr töte. Guck mal. Nein, der bleibt um die Ecke stehen. Hat Damage gemacht. Trink, 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 Energy. Ich nehme die Seite, aber hier ist noch eine rote Flasche. Was war das? Das war noch mehr. Die sind alle da hinten. Gut. Jawohl, du musst das. Du rennst viel zu sehr rum. Du musst es genießen, mehr die Ruhe. Die Entspannung, weißt du? Weil, guck mal auf die Karte, das sind noch mehr von denen. Und zwar jede Menge mehr. Ja, ich weiß. Plopp, da flog er. Ein bisschen Counter-Strike-Atmosphäre. Ja, gut. Was, Bauplan? Bin sofort da. Der bleibt dort einfach stehen, der Punk, auch nicht schlecht. Kopf tot. Hier ist noch eine Dietrich-Kiste. Sind wir da. Erstmal Gegner töten und so. Oh, Masken irgendwas, der muss härter sein, der Typ. Oh, der Kalaschnikow. Ja, cool. Ja, ja, die hat der da hinten wahrscheinlich auch. Und der hat noch ein bisschen mehr. Ja. Du, ich hab ja einen kleinen Bossgegner, du musst in den Ball. Ja, warte, ich komme gleich. Lass dir Zeit, ich schieß derweil. Nee. Und der ist tot. Leg ist automatisches Gewehr. Ja. Oh, verformtes automatisches Gewehr. 3000, nehmen wir. Was lasse ich da mal kurz fallen? Fallen lassen. Mitnehmen. Ich schätze mal, die werde ich gleich mal ausrüsten, so aus Spaß und der Freude. Für Kaschi Monitor. Ist geil. Nur habe ich keine Munition, das ist ungünstig. So ein bisschen Munition wäre schon ganz praktisch. Also werde ich jetzt gleich mal durch den Lagerraum gehen, ist umgefallen. Was war das denn jetzt, Was ist los? Willst du mich verarschen? Was bist denn du jetzt umgefallen? Du hast mich getötet. Pistole. So, jetzt erstmal in Ruhe den Lagerraum. Du lässt nur mal die Hälfte hier liegen. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ja, genau. Ich wollte jetzt unbedingt Saft formen. So, und so viel Plünderzeug. Ja, das ist doch unglaublich. Der kann es nicht. Der kann es nicht lassen. Leg du dich nochmal über mich auf. Wie ein kleines Kind. Erstmal weitergehen. Ja, nicht gucken, ob da nicht noch ein bisschen was an Waffen und Munition ist. Last one. Load it. We're covering you. God damn it. Ja, siehst du, das wäre einer der Gründe, warum ich jetzt ganz gerne Munition gehabt hätte. Oh shit. You've got company. Hurry up. Auf die ist es nicht schade, also die können wir durchaus. In the hang of this. Wow. Das muss ein Level-up gewesen sein gerade. Wir überziehen schon wieder. Was machen wir hier unten auf einmal? Fähigkeitspunkte. Ja, sollte ich dir den Generalschlüssel vom Bürgermeister. Wo sollen wir da jetzt hin? Achso. Den Kalaschnikow ohne Munition. Aber warte mal, kurz, mal verprobieren. Verdammt, da ist ja irgendwie die Gab nicht. Das ist ein Tricks. Hammer. So, was? Wo sind wir denn nun schon wieder? Ja, ich war noch nicht fertig mit dem Supermarkt. Ja? Hat dich verwirrt? Ich. Hinter dir? Zack, tot. Wer lebt hier noch? Ach, der. Die mit ihrer... Weg war der Kopf.
Oh, scheiß Uniform immer. Ich will auch so eine kugelsichere Weste. Ich meine, das passt nicht ganz zu meinem tollen Kleid, aber... Hi, Kumpel. Wieso ist der immer dreimal so schnell wie ich hier? Ich fasse es nicht. Sind wir warm hier nicht schon? Oder sehen die hier alle gleich aus? Ein Zombies, ja, es ist... Wo bist du? Wo bin ich denn hier? Hey, wo bist du? Wo bin... Jetzt, wo ich bin, weiß ich, wo du bist. Zack. Ja, genau da. Zack. La, da muss ich schon wieder... Tja, ne, ein blödes Gefühl, wenn man im Weg steht. Dum, dum, dum. Schweres Ohr, nein, danke. Ich habe einen Molotow, wollte ich nur mal, aber gut. Wenn du lieber rasen möchtest, lasse ich dir den Vorlauf. Ben ist ein Boomer übrigens. Wer steht denn da schon wieder im Weg? Was? Wer ist Sheila und warum? Wieso? Warum schlägt sie so? Mit einem Schlag gleich alle vier Gliedmaßen ab. Das nenne ich nicht schlecht. Da läuft was. Da hat einer Schwung geholt. Was macht denn das rote Fass da hinten, als ob da jemals einer drauf schießen würde? Und wieso sind wir schon wieder hier? Das ist doch... Ich hab dir doch gesagt, du wirst dich freuen, wie oft wir hier durch die Kanalisation müssen. Wieso ist hier eine Leiter nach oben? Ich geh mal da lang. Ich guck mal, es gibt selten umsonst Leitern in diesem Spiel. Aber wer liegt denn hier oben noch Schönes? Ja, auf dich werde ich jetzt nicht schießen, mein Freund. Ja, genau, mit dem Kopf da liegen bleiben. Ein Ausweis und eine Propangasflasche. Wie schön. Und eine Tür. Und eine Tür. Oh, sag mal. Nichts. Ach, siehst du, in der letzten hattest du ja auch einen Bauplan gefunden, den ich jetzt nicht habe. Nur mal so nebenbei im Dingsda-Booster. Was ist denn das? Auf die Tür. Mensch. Keine Ahnung. Ah. Gibt's jetzt auch noch Voodoo? Oder was hier? Developers Number One Craft. Bauplan. Alter, was? Was ist das? Wir sollten dringend mal zu einer Bench gehen. Das ist ein Entwicklerbauplan. Ach, jetzt können wir ein Level bauen oder was? Team Fortress kenne. Nee, so wie ich das von Team Fortress kenne, sind die Entwicklerwaffen derbe über. Also das sind totale Überwaffen. Klingt nach etwas, das ich brauche. Willst du mich verarschen? Was ist denn los schon wieder? Im Sterben hier oder was? Ich würde dich ja aufhelfen, aber da ist jetzt, kein F. Du hast dich jetzt nicht zufälligerweise gerade in die Lüfte gedrängt? Nee, vor dir war ein Zombie mit Gift. Wieso? Ja, weil ich in die Lüfte geflogen bin. Ich kann nicht immer alles gewesen sein. Wo kommst du denn her? Random Spawn. Was eine kontrollierte Sprengung gewesen sind, da kann man sich bei dir nicht ganz sicher sein. Ja, ja. Ich musste trotzdem nochmal in den Supermarkt. Da gab es einen Bauplan, hast du da irgendeinen gefunden, den ich nicht habe. Das ist fürchterlich. Wir überziehen wieder Gnade. Developers Number One Craft. Electro Buddy. Scheiße, dafür brauchen wir Diamanten. Preis 10.000, super. Und ich habe auch noch gesagt, die Diamanten brauchen wir nicht, die kannst du verkaufen. Ja, wenn man auf dich hört, das ist wieder typisch. Upgrade kosten 8.000, wollt ihr mich verschassern? Na gut, bei 3.700 Mark. Sieht ziemlich scheiße aus hier, würde ich mal behaupten. Nun, dann suchen wir weiter Diamanten. Wo hatten wir denn überhaupt her? Watch what? Halt. Er rechnet schon damit, dass er. Also diesen Entwicklerbauplan hatte ich auch noch nicht gefunden. Deswegen. Geht es nur mir so oder hat der Idiot von Wache jetzt tatsächlich alles sterben lassen? Was in der Tafel? Oh, guck mal, da unten ist ein Big Boy. Nee, du mich verarschen, du lagst gerade noch auf dem Boden, so schnell stehst du nie im Leben auf.
Ach, jetzt geht das wieder so. Zack. Oh, perfekt getroffen. Nicht so ganz perfekt. Okay, hier wollte ich noch nicht hin. Offensichtlich wollte ich hier noch hin. Wo kommt der denn jetzt auf einmal? Die spawnen direkt vor der Nase. Sowas von niemand sehen. Au. Ich will immer reload. Ich weiß auch nicht. Ich habe so einen R-Fetisch, glaube ich. Was gab's hier außen noch? Ich glaube, ich bin gerade über einen lebenden Zombie gestiegen. Ah, Boomer. Hört man. Wow, es sieht aus wie so ein Silent Hill Room hier. Von allen Seiten hört man irgendwelche Zombies. Und Geräusche, aber man sieht nichts außer roten Nebel. Dark Souls oder Silent Hill, ganz klarer Fall. Was? Ach ja, nee, ist klar. Klar, ja. Anstatt das Ding abzumontieren und mitzunehmen. Ja, abmontieren und mitnehmen, also. Entschuldigung, also ich würde das Ding mitnehmen. Also. Ich zieh's noch die ganzen Körperteile. Ich mag dieses XP-Farming hier. Ach, du siehst jetzt erstmal locker XP-Farming oder was? Ja, ich meine, solange ja, hier noch Zombies kommen. Ich glaube, die stehen vor der Tür. Die kommen unendlich. Achso, ja, dann. Die Folge dauert noch ein bisschen länger. Nee, ich glaube, hier kommt keiner mehr. Wiedersehen. So. Geht's hier lang? Lebst du noch? Nee. Verdrehtes Genick. Ich glaube, die lebt nicht mehr. Ja, ja. Oh, sind das neue Bücher? Zeig mal her, ja. Pure Nature. Magda Koidas Diary, ich weiß nicht, wer das ist, aber. Polish his Bunek in his way. Naja, wenigstens mal 2-3 neue Bücher. So, was gibt's hier? Hier war das Treppenhaus. Ja, okay. Schlüssel hab ich jetzt nicht schon. Schlüssel? Ich weiß nicht mal mehr, worum es geht. Ich folge nur noch Feuerzeug. Oh! Geld. Guck mal, komm mal her, das ist noch ein Bauplan. Und ein Diamant habe ich gefunden. Ach, darf ich diesen Bauplan auch haben, ja? Sehr, aber schön. Bauplan. Diamanten, sehr schön. Bauplan Zauberstab. Zauberstab. Hallo, jetzt wir grüßen den Uwe ab an dieser Stelle. Jetzt hängen wir doch nicht. Was? Jetzt hängen wir nicht an, dass du im Supermarkt einfach weitergerannt bist. Ja, vor allem weitergerannt. Ich bin im Supermarkt gewesen. Das ging weiter, weil du da irgendwas gemacht und so. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast die Tür freigeschoben. Ah, das könnte natürlich sein. Verhämmerte Tür und ich kann sie nicht aufhämmern. Das ist irritierend. Computer, Ausweise, Batterien, Metallschrott, noch mehr Batterien. Ach schon, bitte schon weiter. Magneten, ein Riesensnack. Gut. Dietrich, ja, irgendwer muss ja die Tiefe. Oh, brutale Sichel, das klingt nett. Haben wir irgendwas zu wegschmeißen hier? Weg damit. Brutale Sichel klingt nett. Da kann man bestimmt noch was draus machen. Besonders wenn es lila ist. Was ist das? Ist nicht verarschen. Was stellst du schon an? Ich hätte den. Ja, wo ist er? Was gibt's hier noch? Achso. Da unten irgendwo ist er. Ich komm schon. Zombie-Geräusche manchmal. Nicht authentisch. Ah, hier bist du. Ja, hier irgendwo drin? Zufälligerweise. Jawohl, hier ist eine Bench. Sieht so aus. Oh, halt. Ich komm mal dabei. Müssen wir erstmal kurz retten. Genau, und Tür zu wäre nicht schlecht, damit nicht von allen Seiten was kommt. Was gibt's hier? Ein Ausweis? Warum kleben die Ausweise an der Pinnwand? Okay. Diamanten haben wir leider noch mal gebraucht. 5. Zauberstab. Ich bin der Zauberer. Ich habe rausgefunden, meinen echten Zauberstab. Nein, Stromstab. 1, 5, 3, 4. Wow, ich kann den Zauberstab machen. Ich bin beeindruckt. Developers Number One Craft. 4 Diamanten brauche ich noch. Na, leck mich doch. Ja, super. Zauberstab. Fleischtreibgold, was? Was zum Geier ist das? Na, gucken wir mal. Morgenstern, den benutze ich ja so gut wie nie. Vorschlaghammer. Warte, den muss ich mal gucken. Ja. Ich probiere das mal aus mit dem Dings da. Ein bisschen reparieren kann ja auch nicht schaden. Und
Wo ist das Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine. Wo habe ich die ganzen Waffen hier auf einmal her? Ach, das ist jetzt mein neuer Streitkolben. Okay. Ja, wir können erstmal die Folge beenden. Wir sind schon bei 10 Minuten drüber. 15, 20 Minuten fast. Wir brauchen keine 60 Minuten Folgen. Oh, Gott, so wie müssen wir jetzt eigentlich hin? Nur einen Weg zu den Slums. Ja, auf warte. Ja, der muss natürlich weiter. Die Folge beenden. Ja, weiter. But that did some damage. So, können wir hier erstmal die Folge beenden. Danke. Jetzt tu doch den Zuschauer mal. Aber doch nicht 50 Minuten Folgen. Der welcher Zuschauer schaut sich bitte 50 Minuten Folgen an? Von Dead Island, das ist ja. Warte mal kurz. Ich? Das ist aber sehr gut. So, wo ist mein Superhammer-Dingsermuster? Mein neuer? Morgenstern-Zauberstab. Klingt merkwürdig. Sieht auch merkwürdig aus, aber was soll's. So, das war's für diese Folge. Wir sehen uns ein andermal wieder. Also, sprich morgen. Bis dann. Xen out.